Wohl jeder sehnt sich nach einem glücklichen Leben, aber viele stellen sich die Frage, wie kann das eigentlich gelingen? Und in diesem Beitrag wollen wir uns damit beschäftigen, wie der Weg aussehen kann hin zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Ich freue mich sehr, dass du da bist beim Gesundheitsimpulskongress. Begrüße dich ganz herzlich. Und ich begrüße ganz herzlich Robert Betz. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns und dass wir über dieses wichtige Thema mal sprechen. Du beschäftigst dich ja seit ganz, ganz vielen Jahren schon mit diesem Thema, hast viel entwickelt. Du bist ja Psychologe, bist Coach und natürlich auch Bestseller-Autor. Viele, viele kennen dich, schätzen deine Arbeit und so freue ich mich sehr, dass wir in dieses Thema jetzt einsteigen können. Herzlich willkommen. Danke, lieber Antje, für die Einladung, auch lieber Kai im Hintergrund. Und ich freue mich auch auf unser Gespräch über das glückliche Leben. Ja, da stellt sich ja auch jetzt die Frage ganz zu Beginn, was verstehst du eigentlich unter einem glücklichen Leben? Ja, da gibt es sehr viele Beschreibungsformen von. Für mich ist das glückliche Leben ein Bewusstseinszustand, der mehr oder weniger kontinuierlich von Dankbarkeit, von Zufriedenheit, von großer Freude, von Lebensbejahung geprägt ist. Das heißt, ein Mensch, der schon morgens aufsteht und sagt, danke, dass ich heute wieder leben darf, der hat da schon einiges sich bewegt weg vom normalen Menschsein, der wirklich begreift, was für ein Geschenk es ist, leben zu dürfen. Und wer dann noch sein Herz oft geöffnet hat für die Liebe zum Leben und die Liebe zu sich und zu seinen Mitmenschen, der hat schon gewaltige Schritte in Richtung eines glücklichen Lebens gemacht. Das würde man sagen, die Grundvoraussetzung. Also die Einstellung zu sich, zum Leben und zu seinen Mitmenschen sind ja die drei Haupt, sag mal, Objekte, über die wir nachdenken. Wir denken sehr viele Gedanken und ich frage immer, wenn du wissen willst, warum du dich so oder so fühlst, sind meine ersten drei Fragen: Was denkst du über dich? Was denkst du über das Leben? Und was denkst du über deine Mitmenschen? Und da bitte ehrlich: Was denkst du über deinen Körper? Was denkst du über dein Frausein, dein Mannsein etc.? Denn hier finden wir, wenn wir forschen, oft versteckt sehr viele verurteilende Gedanken. Ja, ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen sich zwar ein glückliches Leben wünschen, aber die wenigsten können sich erinnern, sich jemals entschieden zu haben, an dem Moment, ich entscheide mich jetzt. Ich entscheide, ich erschaffe mir ein glückliches Leben. Das ist keinen 10% bewusst. Es haben sich weniger als 10% wirklich entschieden, weil sie eben diese Schöpferperspektive gar nicht drauf hatten. Und sagen, könnte ich mir, ja, ist das nicht von vielen anderen abhängig? Kann ich mir als Schöpfer das erschaffen? Nee, das glaube ich nicht, würden viele sagen. Ja? Und wenn ich das nicht glaube, dann kann ich mich nicht entscheiden. Wenn ich mich nicht entschieden habe, dann wirken unbewusste Entscheidungen. Entscheidend, ich muss mich anpassen, ich muss aushalten, ich muss durchhalten, ich muss kämpfen, ich muss gucken, dass mir keiner die Wurst vom Brot nimmt. Aufpassen, aufpassen, aufpassen und dann bin ich von Angst geprägt. Mit welcher Einstellung möchte ich heute in den Tag gehen? Wie möchte ich mir begegnen, meiner Frau, meinem Partner, meinen Kindern, meinen Nachbarn? Ja, gestehe ich denen dasselbe zu, was ich mir zugestehe? Da sind kleine Kinder drin, die wünschen sich alle Liebe und ich liebe mich schon, also kann ich auch Liebe geben. Einer, der sich nicht liebt, kann sich keine Liebe geben. Also gehe ich als Liebender durch die Welt, als Strahlender, als Friedensstifter, als fröhlicher Mensch. Ja? Und bis die Leute sagen, wieso scheint dem die Freude so aus dem Arsch, auf Deutsch gesagt, mal ein bisschen platt gesagt, ja? Dass sie neugierig werden. Sagen, wie kann man sich in dieser Welt freuen? Das sagen auch viele, es ist so viel Elend in der Welt, darf man sich gar nicht freuen, gibt es viele Menschen. Ich sage, diese Welt wird sich nur verändern im positiven Sinne, wenn wir uns Freude erlauben, wenn wir unser Herz zum Singen bringen. Interessiert dich das Thema des Beitrages und möchtest du ihn in voller Länge sehen? Dann habe ich für dich jetzt eine gute Nachricht. Melde dich einfach zum kostenlosen Online-Gesundheitsimpulskongress 2023 an. Neben diesem Beitrag erwarten dich über 30 spannende Impulse zum Thema natürlich gesund leben. Der Online-Kongress findet vom 15. bis zum 22. April 2023 statt. Übrigens, auch nach dem Kongresszeitraum hast du die Möglichkeit, dir diesen sowie alle weiteren Beiträge des Gesundheitsimpulskongresses anzuschauen. Und das in voller Länge, in deinem Wohnzimmer. Sichere dir dafür einfach das Kongresspaket, unterstütze damit auch automatisch unsere Arbeit. Und alle Links findest du hier für die kostenlose Anmeldung und das Kongresspaket natürlich in der Beschreibung des Videos. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viele gesunde Impulse. Dein Gesundheitsimpuls-Kongressteam.